Ahoi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich mit euch nach der kurzen Sommerpause hier die Rick und Morty Kollektion mit euch anzugucken, auszutesten und die ich bei Monolith Shop EU bestellt hatte und bekommen hatte. Und ja, das gucken wir uns jetzt an. Ich habe mir... Mega geil übrigens, das ist hier alles... Na, so. Ich habe mir dieses Setting Spray bestellt, weil das ist, glaube ich, Glamlines erstes Setting Spray und mit Rick und Morty musste das natürlich mit. Das Packaging, fantastisch. Ne, ganze Familie drauf, glaube ich. Ja, mega cool. Ja, das Setting Spray, das testen wir dann später aus. Dann habe ich bestellt die Highlighter-Palette. Auch wunderschönes Packaging. Und ein Spiegel drin. Ein Nupsi drin. Und sehr hochwertig, finde ich. Und das gucken wir uns doch auch mal an dann später. Hier. Es ist, sind drei... Oh, bin ich mal mit reingekommen? drei Töne, Farbtöne. Das muss hier bleiben, das gucken wir uns noch an. Dann kam noch, musste ich haben, hier diese Glamlight Rick und Morty Slip Kit. Da gibt es zwei verschiedene, einmal dieses Orange und einmal so Art Lila. Und ja, wir bleiben jetzt hier bei diesem hier. Auch da ist der... Das ist mein erstes Lipkit von Glamlight. Also das Augenmerk ist auf jeden Fall aufs Packaging. Mega gut. Das gucken wir uns später noch an. Und natürlich, Nupsi habe ich dabei, ist die Lidschattenpalette hiermit angekommen. Ja, und da schauen wir doch mal, was das hier ist. Also, das muss ich mal eben hier ein bisschen abdecken. Das Witzige ist, dass... wie mache ich das denn jetzt am besten? Ist nicht ganz so einfach. Dass die, so. Ich glaube, jetzt habe ich es hier. Auf dem Spiegel, auf dem hochwertigen Spiegel, ist natürlich das Rick und Morty, Rick und Morty auch nochmal drauf. Ja, das finde ich mega gut. Und, achso, das brauche ich denn vielleicht mal zum Performen hier. Genau. Ja. Und wir haben natürlich diese tolle Lidschattenpalette mit Schimmer und Mattentönen drin. Ich bin ja nicht mehr so ein Freund von diesen riesigen Paletten. Aber da konnte ich jetzt nicht widerstehen, ihr Lieben. Auch die Highlighter-Palette, die hat mich hier wirklich angesprochen. Und das gucken wir aber jetzt gleich mal. Ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal dabei, dass wir diese fantastische Lidschattenpalette ein bisschen swatchen, würde ich sagen. Ja. Ja, wir swatchen. So, da ich das jetzt gerade erstmal richtig sehe, sehe ich auch, dass ich die Töne sind hier nicht betitelt. Inhaltsstoffe, bla 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 bla, steht hier hinten alles drauf. Aber ich habe hier keine Betitelung. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ja. Ich möchte 30 Töne sind das, 30 Lidschatten. Ja. Okay, wie fangen wir denn jetzt mal an? Ich fange jetzt einfach mal an und swatche einen schwierigen Ton. Und zwar hier rechts oben ist ein lila Ton. Den swatchen wir. Swatchen wir den mal hier. Aha. Ich gehe nochmal ein bisschen rein. Ich swatche eigentlich mit der Hand hier.
Ja, ist eigentlich egal. Schmierkram ist es bei mir so und so. Also schöne Swatches ist Seltenheit. Gut, ich möchte natürlich die ganzen tollen Schimmertöne hier ausprobieren und gehe in diesen Ton hier rein. Ich bin schon ja fertig mit der Welt. Fantastisch. Ich gehe in ein anderes Grün. Ja, okay. Dann gehe ich hier in, das war jetzt der, dann gehe ich hier in dieses... wunderschöne, ja, okay, das rockt, ja, und ich habe mir den schon mal sauber gemacht. Ich gehe mal hier in diesen obersten, ganz links, das ist ein Topperton, finde ich gut. Ja, ich bin, Nude haben wir, glaube ich, gar nicht. ich gehe mal hier in dieses Orange und bin hin und weg. Was war das hier? Ups. Ja, ich mache jetzt noch einen matten Ton und dann bin ich auch sehr zufrieden, glaube ich. Mach mal den Finger sauber. Ja, ich weiß gar nicht, das sind hier wieder echt viel zu viel. Ich nehme den hier. Warte, den. Ja, ist immer diese Grüntöne, ne? Und der ist aber zart. Okay. Na gut. Sind nicht fleckig. Sind sehr, sehr schön. Also, da wurde Hut ab. Da wurde was gemacht. Ich möchte gerne eigentlich mit der Glamlight, Eyeshadow Base arbeiten. Aber ich möchte dann lieber meine Be Perfect nehmen. Die ist auch sehr, sehr gut, aber die ist dann weiß. Und, naja. Das ist halt. Ich guck mal hier in den Spiegel rein. Im Moment gerade nicht so. Mein Favorite, die ist echt gut. War ja auch schon mal in meinem Top. Eyeshadow Primer, aber heute nicht. Ich bin so gespannt, die auszutesten. Ja, da bin ich gespannt. Wow, wow, wow. Na gut, bei ihr seid, machen wir mit einem, haben wir ja nun schon ein paar Mal bei Glamlight, aber auch bei dieser Palette müssen wir den Test mit den, mit den Mattentönen machen. Und da würde ich jetzt sehr gerne, den ich nicht geswatcht habe natürlich, hoch, diesen Ton hier, den dunkelsten, der jetzt nicht blau ist. Den würde ich jetzt gerne mal ein bisschen austesten, wie der so. Wie der sich hier so macht. Ja, ein bisschen pudrig ist er, also abklopfen. Pigment ist da. Das ist eine pigmentierte Formulierung. Keine reinen Pigmente.
Ja, das läuft doch bei uns hier. Sehr, sehr schön. Jetzt gehe ich. Ich kann nicht widerstehen. Ich muss diesen Ton hier, Leute. Den, oh Gott, ist das viel, ey. Diesen Ton muss ich hier ausprobieren. Das schockt mich so. Das ist so ein Altmoos irgendwas grün mit Goldrille. Wow, das setze ich mir hier drüber. Oder ja, ist das Gold oder Silber? Ich habe keine Ahnung. Du bist ja Reflection. Wow. Fertig. Okay, nächster Ton. Sind wir mal ein bisschen verrückt? Sind wir das nicht immer? Soll ich jetzt mit dem? Bin schon sehr dunkel. Nee, ich gehe mit diesem hier. Mit dem. Mit dem gehe ich jetzt weiter rein. Oh. Ich weiß nicht, ob das auch Chrom sind. Das kann ich nicht sagen. Wir werden gleich sehen. Das harmoniert sehr, sehr schön. Man kann die so schön verblenden, diese Töne. Ich bin sehr begeistert bis jetzt. Wow. Mhm. Jetzt möchte ich nämlich den Topperton, der ist so ein bisschen pink. Nee, ich nehme diesen diesen Rosinsk oder diesen Goldton. So viele schöne Töne. Den hier, den nehme ich jetzt so. Ich weiß auch nicht, welchen sonst. Oh. Cool. Das ist ein ganz besonderes Silber, würde ich sagen. Mit irgendwas drinne. Wow. Wow. Okay, Under Eye. Was machen wir da? Ich nehme diesen Ton hier. Nee, Moment. Der dunkel. Blau. Royal. Ich habe keine Ahnung, was für ein Blau das ist. Das ist ganz toll. Very nice. Und dann. Ich lasse mir heute ein bisschen Zeit. Was nehmen wir dann? Das Rick drauf. Ich nehme einen Rick hier, einen hellblauen, matten Ton. Und versucht den hier einzublenden. Das Schöne ist, man kann das. Die sind nicht so bröselig, trocken, kreidig. Ich habe immer Angst, dass sie es sind. Sind sie aber nicht. Bin ganz begeistert.
bisschen rein und mache das mal ein bisschen schick hier. Okay. Achso, ich muss ja noch. Da brauche ich noch einen Pinsel. Moment. Ich brauche ja noch für den Augenbrauenbogen etwas. Und dann nehme ich natürlich diese ganz links oben, diese Farbe, die ich hier geswatcht habe. Ja, sieht man jetzt nicht viel. Wir wollen mal gucken, wie sich das hier oben macht. Als Highlight. Dezent und nice. Ja, cool. Okay. Ich mache die andere Seite fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Für euch im Schnelldurchlauf natürlich. Mit dem Eyeshadow. Ich bin begeistert, Leute. Ich bin begeistert. Wow. So. Rick and Morty Setting Spray. Die Inhaltsstoffe blende ich euch hier ein. Das testen wir jetzt mal aus. So. Shake, shake. Es ist intensiver. Ist zu viel. Intensiver Sprühkopf, guter Sprühkopf. Riecht und schmeckt ein bisschen nach, naja, wie soll ich sagen? Kindersonnenmilch? Oder so? Naja, ist okay. Und zwar testen wir jetzt gleich die Highlighter-Palette nämlich. Wow, wo ist sie denn? Genau, hier ist sie. Zack. Eben hier, zack, Highlighter-Palette. Hat die Namen? Die hat Namen. Die blende ich euch ein. Wir swatchen die mal eben schnell. Das ist so Chrom-Highlighter. Und der zweite. Und wenn ich ganz... So ein Multichrom-Highlighter. Also alle drei Farben sind alle, glaube ich, das ist ein Multichrom-Highlighter. Paletten-Ding. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier in alle rein. Und trage mir das mal eben mit euch auf, aber nur ganz bisschen. Ist super schön. Da auch. Reicht schon. Schon fast zu viel. Mega. Mega, würde ich sagen. Ja, mega schön. Fantastisch. Das haben wir. Hier im Schnelldurchlauf. Das Lip Kit. Und zwar bin ich sehr gespannt auf den Gloss hier. Der soll, Moment, machen wir so, guck, so ein bisschen güldend, bronzemäßig, heftig. Wir, oder ich teste mal eben noch diesen Lip Liner, den tragen wir aber jetzt nicht auf, weil wir tragen nur den Gloss auf. So. Das seht ihr vielleicht so. Jo. Lip Liner halt. Gloss reicht. Also vor der Kamera Lip Liner und so, das ist dann für mich schwierig. Ja. Ich muss noch mal ein bisschen reingehen. Gefällt mir.
Ein sehr schöner Gloss mit einem lustigen Morty drauf. Rick und Mort, ich bin fasziniert hier von diesem ganzen Packaging. Es ist so fantastisch. Aber das Schöne ist nicht nur das Packaging, sondern, also, oh Moment, Inhaltsstoffe, wenn ich es finde, von dem Lip Liner. Quatsch, von dem Lip Gloss blende ich ein. Das muss ich noch machen. Ich bin hier von dieser ganzen Geschichte fasziniert. Ich lege mal eben hier diese Packung weg. Ich bin fasziniert. Also, das hat mich hier völlig umgehauen. Guckt euch das an. Ihr seht, wo ich war. Fantastisch. Leute, ich bin voll glücklich, voll happy. Das sieht voll gut aus, finde ich. Sogar der Highlighter gefällt mir. Wow. Auch mein erstes Lippenprodukt von Glam Night gefällt mir. Das Setting Spray gefällt mir. Das, außer dass es ein bisschen merkwürdig riecht, das hatte ich natürlich schon ein bisschen ausprobiert, also merkwürdig auch nicht, es riecht gut, es riecht halt so nach einer Art Sonnencreme oder so, ich weiß es nicht so, es riecht nach meiner Sonnencreme, ja, ja, aber nichts drin ist, es brennt nicht in den Augen, es spendet Feuchtigkeit, ja, müsste man jetzt im Langzeittest sehen, ne, also das, ist schon eine interessante Sache. Aber bis jetzt gefällt mir das. Ich bin sehr zufrieden mit der Kollektion. Die Töne sind wieder fantastisch. Von der Eyeshadow-Palette. Also sehr, sehr schöne Farbauswahl für mich. Wunderschöne Farbauswahl. Da kann ich was mit anfangen. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Und dieses geniale Packaging, Leute. Rick and Morty. Super geil. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch das Beste und vor allen Dingen bleibt mir gesund. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Euer Alex. Tschö!